Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute werden wir eine Meditation machen, die uns hilft oder die dir dabei helfen soll, einen langen Atem zu halten bzw. deine Ziele umzusetzen, geduldsam einfach am Ball zu bleiben. Dass man nicht eben gleich die Flinte ins Korn wirft oder gleich einmal frustriert wird. Oder wenn sich Frust aufgebaut hat bei einer Sache, dass sich der wieder abbaut und dass man sagt, okay, ich fokussiere mich aufs längerfristige Ziel, warum ich etwas mache und bleib dann wieder mehr dabei. Ja, und zuallererst beginnen wir gleich einmal ein bisschen mit ebenso Geduld und Hingabe. Und das sind zwei so Frequenzen, die lassen wir dann gleich einmal einfließen. Und da lade ich dich gleich dazu ein. Schließ mal deine Augen bitte. Und wie funktioniert das jetzt mit Geduld und Hingabe? Wichtig wäre, dass das so über Hinterkopf, Hals und quasi Rücken, also oberer Rücken, Schultergürtel, dass das einfließt. Geduld und Hingabe. Und da laden wir jetzt einfach mal dazu ein, indem du mal tief einatmest und tief wieder aus und wiederhol das noch zweimal. Tief einatmen und wieder ausatmen. Und bitte jetzt mal darum, dass aus der geistigen Welt, aus der energetischen Ebene Geduld und Hingabe in dich einfließen. Und zuerst wirklich nur mal oben hin. Hinterkopf, Hals, oberer Rücken, Schultergürtel. Geduld und Hingabe. Und diese Energie baut sich jetzt mal auf, so ähnlich wie ein Kissen, auf dem du ruhen kannst. Und jetzt erlaube dir mal, dass du diese Energien auch annehmen kannst. Geduld und Hingabe. Was brauchst du, um Geduld und Hingabe annehmen zu können? Und dieses Annehmen können, diese Energien, die du dazu benötigst, fließen jetzt mal in dich ein. Geduld und Hingabe. Annehmen können. Und da lösen sich jetzt zuerst einmal Glaubensmuster. Und das sind oft Glaubensmuster, die du schon gelernt hast in deiner Kindheit. Vielleicht hast du das gehört, trödel nicht so herum, tu weiter, sei nicht so langsam, wieso dauert das so lange? Du solltest doch Dinge schon umgesetzt haben, dein Zimmer zusammengeräumt, deine Hausübung gemacht haben. Und das sind einfach so Muster aus dem Familiensystem. Und diese Glaubenssätze können sich jetzt lösen. Stressdruck von der väterlichen Seite und Stressdruck von der mütterlichen Seite. Also alles, was quasi der Gelassenheit, der Ruhe, der Hingabe, der Geduld widerspricht. Und vielleicht fallen dir ja Sätze ein, energetische Programme zum Thema Ungeduld. Wenn du so weitermachst, werden wir nie fertig. Was dauert denn da so lange? Vielleicht hast du solche Sätze gehört oder gespeichert. Du bist zu langsam. Und genau diese Programme werden jetzt transformiert. Diese Sätze werden jetzt rausgelöst aus deinem System. Und die Grundidee ist eigentlich, der Stress, der Druck deiner Ahnen
die Ungeduld deiner Ahnen, die du gespeichert hast, darf jetzt ins Familiensystem zurückgegeben werden und darf sich jetzt lösen. Die Ungeduld deiner Ahnen darf jetzt ins System abgegeben werden, nach hinten gegeben werden und darf sich jetzt lösen. Und dadurch spürst du, dass sich dein Schultergürtel entspannt, dein oberer Rücken entspannt, deine Halswirbelsäule, dein Nacken entspannt und auch dein Hinterkopf fühlt sich ruhiger und gelassener an. Und über diese Gelassenheit und Ruhe deines Hinterkopfes strömt jetzt ein strahlend weißes Licht hinunter in deinen Körper. Und dieses Licht trifft jetzt zuallererst auf Unsicherheiten und Ängste, die du in deinem Herzensbereich gespeichert hast, also in Brusthöhe gespeichert hast, dass du Dinge vielleicht nicht umsetzen kannst, Dinge nicht schaffen kannst. Dass sich irgendetwas nicht ausgeht bei dir, sei es jetzt zeitlich oder von deiner Lebenskraft her. Und dieser Stress, dieser Druck, diese Ängste werden jetzt gelöst. Und während sich jetzt dieser Druck löst, breitet sich dieses weiße, strahlende Licht, das von deinem Kopf ausgeht, weiter nach unten aus, in die Höhe deines Magens, deines Solarplexus. Und du spürst jetzt, dass da ganz viele auch so gespeicherte Unruhemuster, Stressmuster, Anspannungen einfach sind. Und diese Anspannungen und Stressmuster können sich jetzt rauslösen, dürfen sich jetzt lösen, dürfen jetzt erlöst werden. Und genau diese Frequenz, erlöse mich von meinen Spannungen, erlöse mich von sozialen Spannungen, erlöse mich von den Spannungen meines Umfelds, die mich selbst belasten. Und genau mit diesem Gedanken, erlöse mich bitte von den Spannungen meines Umfelds, genau in dieser Frequenz fließt das jetzt weiter, dieses weiße Licht, und reinigt deinen Solarplexus. Du spürst jetzt, dass in dir noch ganz subtil, ganz tief in dir drinnen eine transformative Kraft erwacht. Und das ist eine Kraft, die strahlt in einem dunkelvioletten Licht. Und das ist die Kraft der Transformation. Und die Kraft der Weiterentwicklung. Das ist die automatische, kraftvolle Weiterentwicklung. Und diese Weiterentwicklung, diese Flamme der Weiterentwicklung, diese Energie der Weiterentwicklung, des Vorwärtskommens wird nun aktiv. Und deine männliche, deine aktive Seite wird von dieser Energie des Vorwärtskommens durchdrungen und transformiert. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche, wichtige Transformation, denn sie erlöst deinen inneren Mann vom lästigen Gefühl, verpflichtet zu sein. Das muss ich tun.
sodass du jede deiner Aufgaben, jede deiner Erledigungen leicht nehmen kannst und als Zeichen des Fortschrittes. Über manches kannst du drüber gehen, überschreiten und manches kannst du dann einfach aufarbeiten und hinter dir lassen. Aber du weißt genau, was kannst du loslassen, um dich weiterzuentwickeln und was gehört denn jetzt einmal abgeschlossen oder transformiert. Und in dieser Energie erlaubst du dir, ruhiger zu werden. Denn du spürst jetzt die Kraft des Weiterkommens in dir, des bedingungslosen Weiterkommens. Du spürst inneren Wachstum und innere Entwicklung, Wachstum und Entwicklung. Und die findet automatisch statt. Und durch dieses Vertrauen, durch diese Klarheit, löst sich noch mehr Stress und Druck in dir. Und du spürst, dass alles verzweifelte Ankämpfen, jegliche Frustration jetzt diesem transformativen Licht weichen kann. Und du kannst es nochmal visualisieren von deinem Kopf aus, Brust, Solarplexus bis zum Bauchraum, strahlend weißes Licht. Und ab dem Bauchraum dunkelviolettes Licht. Und das sind so die Frequenzen, die jetzt durch dich fließen. Und dieses dunkelviolette Licht löst jetzt auch sämtliche Sentimentalitäten, sämtliche Beeindruckungen, emotionale Beeindruckungen, die noch aus dem Schulsystem teilweise da sind, aus dem Elternhaus da sind. Was es bedeutet, zu wachsen und sich zu entwickeln. Dass das immer ein mühsamer Prozess sein muss, das Lernen. Dass das eigentlich keinen Spaß machen kann. Und du erlaubst dir jetzt, dich mit einer inneren Leichtigkeit und einer inneren Neugier deiner Entwicklung mehr und mehr zuzuwenden. Und lass jetzt mal so diese Energien, dieses strahlende weiße Licht und dieses dunkelviolette Licht weiter durch dich fließen. Und was jetzt als nächstes gelöst wird, ist noch einmal Ungeduld und Unzufriedenheit, aber diesmal auf der Ebene des Nabelchakras. Ungeduld und Unzufriedenheit auf der Ebene des Nabelchakras darf jetzt gelöst werden. Also es ist so Höhe deines Beckens, deines Nabels. Und du spürst Sicherheit und Klarheit. Und ganz viel Ruhe, Liebe und Flexibilität. Kraft, Erdung und Klarheit. Kraft, Erdung und Klarheit. Und nun ist es Zeit, inspiriert zu werden.
und zwar auf der Ebene des Nabelchakras inspiriert zu werden, zu einem friedlichen, inneren, zufriedenen Dasein. Ein friedliches, ein inneres Zufriedensein. Aber diese Zufriedenheit macht nicht träge, macht nicht faul. Denn dieser Zufriedenheit auf dem Gegenpol ist ja das Vorwärtskommen. Das heißt, zufrieden vorwärts kommen. Und erlaube dir da jetzt mal ein Bild für diese Frequenz zu finden, dieses zufrieden vorwärts kommen, zufrieden sich entwickeln. Friedvoll weiterzuschreiten und jegliche Aggression abzulegen, jeglichen Druck oder Stress abzulegen. Und es gibt ja im Zen diese Methode, beweg dich so, dass du die Luft um dich herum nicht zerreißt. Beweg dich so, dass du die Luft um dich herum nicht zerreißt. Also achtsam und langsam. Und diese langsame Achtsamkeit, dieses fast Bewegen wie in Zeitlupe, dass du die Luft vor dir nicht zerreißt, nicht verletzt und trotzdem weiter schreitest, öffnet dir eine neue Dimension des Vorwärtsgehens. Und diese Dimension des Vorwärtsgehens ist eine Dimension, die nicht darauf abzielt, dass du mehr bekommst oder dass du jetzt in einem Minus bist, sondern das ist ein Fließen in der Fülle, ein Weitergehen, ein Entwickeln in der Fülle. Aber ein Entwickeln um des Entwickelns Willens, nicht um etwas zu kompensieren. Und in diesen Energiefluss tauchst du jetzt ein. Den Energiefluss, den du spürst, wenn du die Luft nicht verletzt, nicht zerreißt, wenn du dich bewegst. Und du spürst, dass jetzt all deine Chakren, Wurzel, Nabel, Solarplexus, Herz, Hals, drittes Auge und Stirnchakra sich synchronisieren und in diese Dimension eintauchen. In diese Dimension des Friedens, der Klarheit und der Würde. Und du spürst jetzt, dass du eine alte Hülle abstreifen kannst, hinter dir lassen kannst und dass du ganz in diese Energie, in diese Dimension eintauchen kannst. Und du spürst, es ist ein müheloses Vorwärtskommen. Du spürst, dass du absolut im Fluss bist. Und dass in dieser Ebene dein Entwickeln, dich dorthin entwickeln, wohin du auch den Kurs gesetzt hast, die Ziele umzusetzen, die du dir gesteckt hast, ganz, ganz leicht ist. Und du atmest jetzt mal tief ein, wieder aus. Und du spürst, dass du eins bist, dass du voller Frieden bist,
und dass du dich an deinen Wegen nicht erschöpfst, dass du an die unendliche Energie angebunden bist, die Energie, die du dann wahrnehmen kannst, wenn du dich so achtsam bewegst, dass du die Luft nicht verletzt, nicht zerreißt. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus und ein und wieder aus. Mach dir nochmal so diesen Fluss der Energie bewusst. Und auch wenn du diese Reise, diese Meditation beendest, bleibst du in diesem Fluss und es lösen sich alte Glaubensmuster. Ohne Fleiß kein Preis. Alle diese alten Elementale, die dich noch zusammenziehen, lösen sich raus, sodass du völlig frei, unbeschwert und intelligent dein Leben gestalten kannst. Und nun schau einfach mal, dass du aus dem tiefsten Inneren heraus ein Danke formulierst. Danke an das Leben. Danke an dieses stetige Vorankommen und danke für meine innere Geduld. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und streck dich dann mal ganz sanft durch und versuch das nochmal so langsam zu machen, dass du wirklich um dich herum die Luft nicht verletzt. Ganz bewusst und langsam streckst du dich durch, bewegst deine Arme und Beine ganz bewusst und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurück und spürst, dass du unterwegs bist und spürst, dass du geduldig und klar auch deine Ziele weiter verfolgen kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus und dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir mit dieser Reise gegangen? Du kannst sie natürlich wiederholen, wenn du das möchtest. Und wir sind da jetzt ganz tief in so ein bisschen in diese energetischen Dimensionen eingetaucht und ich bin natürlich gespannt, was du da wahrgenommen hast. Ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere bitte meinen Kanal, teile das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erani. Tschüss.